Hallo zum Short Review Review über Transformers. Heute stelle ich euch eine weitere G1 Transformers Figur aus meiner Sammlung vor. Dies ist der Autobot Tailgate. Ich habe Tailgate gerade neu auf dieser klassischen Blisterkarte erworben. Es ist ein Reinsure, also Neuauflage, der klassischen G1 Figur von 1986. Seine 86er Version habe ich auch, aber eben lose, sowie in diesem schicken japanischen Encore-Set. Tailgate zählt zu den Minibots der dritten klassischen Transformers Cartoon Staffel und hatte seinen ersten Auftritt im fünfteiligen Handlungsauftakt Five Faces of Darkness, fünf Gesichter der Finsternis. Unter dem Kommando von Pipes und Warpath versuchte er, die Arche im Mount St. Hilary vor dem Angriff des Decepticons Triptycons zu beschützen. Leider war jede Verteidigung chancenlos. Dies sind seine Szenen in der entsprechenden Episode. Dialoge waren ihm nicht vergönnt. Große Aufmerksamkeit erhielt Tailgate im Cartoon leider nicht. Er tauchte meist nur im Hintergrund auf, anders im Comic. In der amerikanischen Marvel-Serie agierte er nicht. Dafür zierte er das Cover des britischen Transformers-Comics Nummer 245. Die UK-Transformers-Comics erzählen zusätzlich eigene Geschichten. Weiter trat er im japanischen Fight Super Robot Lifeform Transformers-Manga auf. Highlight, dort durfte er sich mit weiteren Minibots wie Powerglide im Combiner-Style zu einem mächtigen Roboter verwandeln. Im Rahmen der neuen Transformers-Geschichten der IDW Comics änderte es sich. Auch wenn seine Auftritte kurz waren, wies er ein abgewandeltes Design auf. Namentlich tauchte er abseits von G1 im Shattered Glass-Universum, in der Serie Transformers Prime und in einer Roman-Nebengeschichte des Kinofilms Transformers Die Rache, also Revenge of the Fallen, auf. Nun aber zurück zur Tailgate-Figur. Bevor ich die G1-Version genau anschaue, sei kurz erwähnt, dass er bisher zweimal neu designt, ähnlich der Urfigur herausgebracht wurde. 2014 erschien dieser Transformers Generation Tailgate und 2017 jener Transformers Power of the Primes Tailgate. G1 Tailgate wurde erstmals 1986 zur dritten Staffel des Transformers Cartoons veröffentlicht und ist eine überarbeitete und umkolorierte Version von G1 Minibot Windcharger. Hasbro hat es sich gerne einfach gemacht. Andere Farbe und anderer Name, gleich eine neue Figur, die verkauft werden konnte. Einfaches Geld. Wie in meinem Video Transformers More Than Meets the Eyes erklärt, Link in der Infocard, basiert der Transformer auf einer Figur aus Takaras Diaclone-Serie. In Autoform ist Tailgate wie Windcharger ein Pontiac Firebird Trans-Am Sportwagen und abgesehen von einer anderen Position des Autobot-Rubbellogos identisch. Ganz anders aber in Roboterform. Oberkörper und vor allem der Kopf wurden überarbeitet und mit mehr Details versehen. Windchargers Gesicht dagegen war schon recht einfach. Tailgate andererseits hat einen Augenvisor und einen cooleren Mund. Der Aufkleber mit den Schaltsymbolen tut das Seinige dazu. Zeit, sich den Blister genauer anzusehen. Wirklich schick, das klassische Design. Dazu diese tolle Zeichnung. Wirkt zwar etwas gestaucht, aber dennoch dynamisch. Davor ein Foto des Trans-Am-Modus. Auf der Rückseite gibt es dieses wunderbare G1-Artwork unter dem Transformers-Logo. Es folgt die Verwandlungsanleitung. Er hat eine simple Transformierung. Bein ausklappen und Arme herausziehen. Einen großen Teil macht die Tex-Mex-Karte aus. Funktion Scout. Lasst meine mechanischen Freunde frei. Manchmal ist sein Verstand ein wenig festgefahren. Glaubt, dass Tempolimits über 90 Stundenkilometer eine Verletzung der Rechte von Autos darstellen. Garagen sind für ihn Gefängnisse. Versteht nicht, dass irdische Maschinen nicht lebendig sind. Kann mit 290 Stundenkilometer fahren. 960 Kilometer Reichweite. Dank einem Eisenkobaltmagneten unter seiner Motorhaube kann er sich an andere Fahrzeuge anhängen und ziehen lassen, was seinen Treibstoffverbrauch fast auf Null bringt. Neigt zum Überhitzen. Stärke 5. Intelligenz 4. Geschwindigkeit 6. Ausdauer 5. Rang 6. Mut 7, Feuerkraft 2, Fertigkeit 7. Wie gesagt, ist mein Tailgate hier ein exklusives, offizielles Reinsure, weshalb es auch einige Unterschiede gibt. Die Blisterrückseite unter anderem. Als Vergleich dazu das Backcover meines Minibots Beachcombers von 1985. Da wären aktuelle Produktionsdaten ein wenig größer, weshalb die Verwandlungsanleitung kleiner geworden ist. Diese ist ebenfalls neu gezeichnet worden. Links klassisch und rechts modern. Das G1-Artwork ist ein anderes, aber ebenso schick. Fehlen tun die Rubbel-Logo-Anleitung und die berühmten Robotpunkte. Diese sind ersetzt durch dieses Authentic-Logo. Die Tech-Specs haben von der Größe her schon damals variiert, je nachdem, ob eine oder mehrere Sprachen vertreten waren. Tailgates Roboterbild ist nur leicht vergrößert. Die technischen Daten sind ähnlich, aber damals brauchte man noch den roten Decoderfolienstreifen, um sie anzusehen. Dies ist heute nicht mehr so. Die Figur selbst ist samt Sticker völlig identisch, aktuelleres Plastikmaterial natürlich. Dennoch gibt es einen Unterschied, einen richtig coolen und tollen. Anders als früher ist nun sein Visier blau bemalt. So sieht er einfach besser aus. In meiner Sammlung macht sich Tailgate nun richtig gut. Eine wunderbare Bereicherung. Und das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen.
freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!